Hallo und herzlich willkommen zu dem kleinen Commentary. Ja, mein Name ist DriveByLP und nun ja, ich mache einen kleinen Tag. Den hat mir ein Freund empfohlen, und zwar den Super Saiyajin Tag, ne? Ja, dazu gibt es ein paar Fragen, aber wir gehen erstmal in eine Lobby jetzt spielen. Ich spiele übrigens Team Fortress. Ist ein cooles Spiel, ist umsonst, kann sich jeder eigentlich downloaden auf Steam. Na, Steam hat überhaupt. Und mein Team Fortress buggt ja leider. Und ich weiß gerade nicht, was jetzt geht's auf jeden Fall. Naja, wie in ich habe ja leider Minecraft pausiert. Es werden immer wieder Parts kommen. Ich werde auch demnächst ein Rage LP starten. Das habe ich mir auf Steam kostenlos runtergeladen. Was ganz geil ist, das gab's nämlich letztes Wochenende kostenlos. Ich habe es mir gedownloadet. Das ist ja, es macht Spaß. Ist so ein cooles Game auf jeden Fall. Solltet ihr euch auch holen. Und ja, Unterstützer Pyro. Okay. Na, jetzt muss ich halt noch ganz kurz warten. Augenblick, ganz kurz, ich komme gleich. So, bin wieder da. Fortfahren. Hightower. Jo, wir gehen auf. Ja, Red gehen wir. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Okay. Ich würde sagen, jetzt können wir auch schon direkt mit dem Tag anfangen. So, welche Saga hast du am meisten gefeiert von Dragon Ball Z? Ganz ehrlich, mir hat die Son Goku Cell Saga am meisten gefallen. Die war ziemlich cool. Augenblick, ich mach mal die Sounds ein bisschen leiser. Mir hat die Son Goku Cell Saga am meisten gefallen, weil, na, ich weiß nicht, ist halt so. Ich mach mal die Sounds wieder ein bisschen niedrig. Na, okay, mir hat die Saga auf jeden Fall am meisten gefallen. Ich kann mich mit Son Gohan auch ein bisschen identifizieren. Naja. Son Gohan hat mir am meisten, die Son Gohan Cell Saga hat mir am meisten gefallen, weil die einfach am meisten gesmatcht haben. So, dann mach ich mal kurz. Bisschen erwischt. Perfekt. Nice. Okay. Zweite Frage. Welche Schurken findest du am coolsten? Also, welchen Schurken? Also, ja, ich weiß nicht, ich mag ja eigentlich alle von denen nicht, so. Ja, stimmt nicht. Der geilste ist auf jeden Fall immer noch Cell. Ja, nice, ich habe ein Geschütz von ihm gefickt. Äpfen. Ja, auf jeden Fall, ich nehme mit 100, ja, mit 60 FPS auf jeden Fall hat die Son Goku Cell Saga mir, Son Gohan Cell Saga mir am meisten gefallen, weil die mich auch angesprochen hat persönlich. Und ja. Dann nächste Frage. Welchen Schurken findest du am coolsten? Ja, ganz ehrlich, ich finde Cell am coolsten, wie gesagt. Dritte Frage. Welcher Saiyajin bist du, ey? Ich schwör's dir, ich bin Super Saiyajin 4. Ich bin Super Saiyajin. Ja, wenn ich sagen müsste, würde ich 3 sagen eigentlich. Weil 3 hat lange Haare, ich habe nicht so lange Haare, aber es geht. Und ich finde den dritten einfach am coolsten und ich bin auch der coolste. Schwer. Das schwöre ich euch. Scheiße. Naja, auf jeden Fall finde ich den Super Saiyajin 3 am geilsten und ich bin auch der Super Saiyajin 3, würde ich sagen. Dann. Viertens, wen findest du am coolsten? Also, damit sind jetzt halt die Protagonisten gemeint, die Hauptpersonen und 80 FPS, geil, Alter, 90. Hammer, egal, 100 FPS. Auf jeden Fall ist es, ja, ich finde Son Gohan einfach am coolsten, weil mit dem kann ich mich auch identifizieren und in der Saga, nice. Auf jeden Fall, als Son Goku gestorben ist, war Son Gohan ja dieser Saiyaman. Und nach dem Training mit Son Goku war richtig geil, da war richtig brutal, da hat er alles auseinandergenommen. Das können wir glauben, das ist richtig Hammer. Doktor! Und jetzt kommen wir auch zur letzten Frage. Welchen Charakter findest du am beklopptesten?
Welchen ich am beklopptesten finde, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, bisschen. Ja, am beklopptesten finde ich auf jeden Fall Mr. Satan, aber der ist auch irgendwie wieder der geilste. Ja, ich weiß nicht. Mr. Satan ist eigentlich ganz cool. Ich finde den... Komm her. Ich finde Mr. Satan einfach am beklopptesten. Der hat sich ja im Film auch für einen Saiyajin gehalten. Als wie der gestehen musste, dass er schwanger war. Ich fand das einfach so witzig. Und kommt her, Wichser. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und das war's auch schon von diesem ganz, 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 ganz kleinen Tag und wir sehen uns bald.